Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu dem Zombie-Training, Alter, hier für Halloween und so. Weil wir müssen ja aufpassen, das gehört weiterhin zu unserem Bildungsauftrag, dass wir euch allen beibringen, was passiert eigentlich, wenn? Weißt du, das gehört jetzt dazu und deswegen wollen wir mal schauen, was denn so geht, Alter. Ja, New Game natürlich. Für die Leute, die Oregon Trail nicht kennen, sehr, sehr lustiges, sehr, sehr altes Spiel. Und das ist jetzt quasi der Director's Cut im Sinne von Zombies. Im Sinne von Zombies. Wir spielen mal die Kampagne. Ich habe keine Ahnung, wir spielen jetzt einfach auf Easy, damit wir hier irgendwie vorankommen. The second controller can be used. Ich brauche einen Controller. Soll ich einen Controller suchen? Ich habe einen Controller. Geht das jetzt irgendwer? Click anywhere to continue. Aber ich brauche einen zweiten Controller. Ja gut, dann... Was? The Dude. Ach, muss ich dir jetzt Namen geben? Ja, choose your character. The Dude? Oder The Lady? Ja, keine Ahnung. Also ich bin, glaube ich, ein ziemlich weißer Dude, ehrlich gesagt. Deswegen nehmen wir den jetzt mal einfach. Keine Ahnung. Bleiben wir mal einfach dabei. Hi. Click on the enemy and draw a line. Also muss ich keinen Controller? Erzähl mir doch nichts. Towards myself to shoot. Das mag ich. Also das passiert, wenn eine Zombie-Attacke ist, meine Damen und Herren. Wir müssen ganz, ganz gehörig aufpassen, weil das ist sonst ganz, ganz gefährlich. Warte mal. Ich habe keinen Schuss mehr. Aber Gott sei Dank kommt der Typ und rettet mein verdammtes Leben. Also da müssen wir uns dann auch drauf verlassen, dass irgendwann ein offensichtlich vollbärtige Typ mal rankommt. Gern geschehen. Well then, it looks like it just saved you, like I just saved your bacon. In der Tat. I reckon we should have a better chance out there, we stick together. My name's Clemens. Was auch sonst. I used to be a priest. Das sieht man dir natürlich an, weil du trägst eine Bibel und hast eine Kreuzkette um den Hals. What's your name, Partner? Also, wir heißen natürlich Krutz McCrew. Wer ist ein Krutz McCrew, weil kein Platz mehr ist? The platter's all mine, Krutz McCrew. Listen. Even with the two of us, we don't survive. Very long. Everyone I trusted. Warum hat der Typ auf einmal einen zweiten Akzent? Ich hab keine Ahnung. Just a giant while back. You know anyone could count in for a pinch? Click to type. Ach du Scheiße. Ja, auf wen kann man sich denn hier verlassen? Keine Ahnung. Zum Beispiel also meine Katze, Yoshi. So. Dann haben wir natürlich auch noch Controllington. So, ne? Controllinked. Da haben wir noch Friedrich. Den Friedrich Schildenkröt, für die Leute, die Bescheid wissen aus den Mario Maker Videos. Und dann haben wir dazu auch natürlich auch noch, ich würde jetzt einen von euch nehmen, aber das wäre gemein, wenn ich jetzt nur einen nehme und dann quasi, weißt du, dann wären ja alle anderen, das wäre jetzt gemein. Deswegen machen wir das jetzt nicht, wir sind jetzt fair. Wir machen lieber gar keinen als einen. Also wen nehmen wir als letztes? Wen haben wir denn noch? Ach, Köttel. Wir nehmen Köttel noch. Köttel können wir nicht nehmen, weil ich kein Ö schreiben kann. Dann nehmen wir Köettel. Koettel. Der Koettel. Moment, da muss noch ein Strich rein. So, der Koettel. So, den nehmen wir. Ah, these names correct. No. Yes, danke. There's a good chance they're still alive. They will be as sad. So I'm a DC. If they have any chance, that is. We're going to need bla bla. Ist okay. Was? Get around. I saw an old station wagon a few blocks back. Also wir holen jetzt erstmal holen wir jetzt ein Auto. Ja, das ist. Was? Das muss ich hier mit Pfeil und Maus und so. Du Scheiße. Was muss ich denn tun? Ich muss hier hin, oder was? Und hier könnte ich jetzt theoretisch üben zu schießen, oder what? Das ist jetzt das Verfügbar. Das hat mit Oregon Trail wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun, was hier gerade passiert. Im Grunde genommen überhaupt nicht, aber. Get in the car. Ich muss ins Auto. Ja, das schaffe ich. Das schaffe ich, weil das Auto steht ja hier. Das sieht aus wie ein alter DeLorean und deswegen ist es gut. Also tut's überhaupt gar nicht, aber ist egal. Alright, I think God's just enough for you and food for make it to DC, this baby. Ja, dann lass mal fahren, Alter. Also, und das ist im Grunde genommen, müssen wir dann fahren, wir müssen gucken, dass alle überleben. Und dann läuft das. Es sind noch 135 Meilen und im Grunde genommen passiert dann ab und zu mal was. Nach ein paar Meilen oder so, irgendwer wird dann, so wie das jetzt zum Beispiel, aus irgendeinem Grund, wir sitzen im Auto und fahren nach Washington und Clemens bricht sich dann halt einfach den Arm. Ich habe keine Ahnung, was er da gerade gemacht hat. Aber er hat sich den Arm gebrochen, nicht? Also, das kommt dann schon mal so vor. Und da müssen wir jetzt aufpassen, dass sich auch keiner stirbt. Das ist natürlich im Grunde genommen unser Ziel, weil wenn jemand stirbt, das ist jetzt DC. Ja, verstehe. Dysentery, was auch immer. Das ist bestimmt keine Sache, mit der man irgendwie weiterfahren kann. Deswegen fahren wir natürlich einfach mal weiter. Würdest du bitte weiterfahren? Danke. Da ist natürlich offensichtlich DC. Die Sonne geht unter. Oh mein Gott. Clemens muss bitten bei so. Kann Clemens bitte irgendwas machen, außer zu sterben, Alter? Vor allem der Typ sagt mir noch, dass wir zusammenhalten müssen. Jetzt weiß ich auch warum. Der Typ stirbt ja permanent. Was ein Depp. Okay, weiter. You are out of fuel. Das heißt, jetzt... Wir sind doch fast da. Achso, wir sind jetzt in DC noch angekommen, während offensichtlich ein Zombie aus dem Fenster hängt. Das ist fantastisch. Just as the station wagon runs out of fuel, we coast into the city. Ja, was ein Glück, Alter. You can hear a radio blaring in the nearby window.
Repeat, all survivors who still remain in Washington, D.C., the government has declared a Class 3 biohazard in the area. Eventuell hätte man das auch selbst merken können, ja. They will be commencing a nuclear strike within a few short hours. Get out while you can. The city is lost. Okay, also nuklear strike. Eigentlich scheiße, ist das viel zu lesen. Looks like we have time for problems. Good girl, look, Also, Journal, I've written down everything. Ja, ja, ist okay. Wir spielen einfach mal weiter. Es geht ja nur darum, dass wir Zombies umbringen. Pick the supplies you want. Hours remaining 18. Moment, kann ich mir jetzt aussuchen, wie viel... Warte, wir brauchen auf jeden Fall Fuel. Ach so, ach, ich habe 18 Stunden Zeit, um aus der Stadt rauszukommen und, ich kann... Ach so. Jede Stunde eine Einheit hier sammeln. Oder jede Stunde scheinbar 8 Einheiten sammeln. Ja, nehmen wir mal, keine Ahnung. Machen wir mal halb voll. Wir machen den Wagen mal halb voll. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Medkits, weil der Typ ja permanent stirbt. Geld gehe ich mal davon aus, dass wir das auch brauchen. Battery brauchen wir auch. Aber natürlich auch Essen, Munition, Reifen, ich weiß nicht, Muffler. Ja, jetzt natürlich die Frage. Wir haben auf jeden Fall jetzt 2 Reifen, also das heißt im Grunde genommen, wenn ich besser so mache und dann so, dann haben wir 4 Ersatzreifen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Wir haben 6 Batterien oder so, ich habe keine Ahnung, wir haben 100 Geld. Also im Grunde genommen sieht das jetzt ganz gut aus. Ich glaube, ich weiß nicht, Munition hoffe ich mal, ist anfangs vielleicht noch nicht ganz so wichtig. Was bringt mir das jetzt hier? Achso, hier wird mir angezeigt, was die ganzen Sachen machen. Verstehe. Car-Parts, ja, ist ganz toll. Okay, wir gehen jetzt mal einfach davon aus, dass das irgendwie so funktioniert. Hoffentlich. Your friends join the party. Vor allem dieser wunderschöne Hund, von dem ich nie geredet habe, aber keine Ahnung. Click anywhere to continue. Kriege ich hin. Da bin ich sehr, sehr gut. Everyone's here. There's just one more thing. Back down the road, one of those things bit me. Ja, habe ich mitgekriegt. I'm already not feeling too well and I can't stand the thought of becoming one of them. You're gonna have to put me down. Es ging sehr, sehr schnell. Es war eine sehr, sehr kurze Beziehung mit dir, mein Freund. Why don't you keep my journal? May help you. Good luck. Ja, true auch. Krutzmeck-Crew, put down Clemens, done. Okay, das war scheinbar nur der Tutorial-Charakter. Ich weiß zwar nicht, wer beschlossen hat, dass wir nach Pittsburgh müssen, aber scheinbar müssen wir nach Pittsburgh. Was haben wir denn hier? Achso. Ah. Das heißt, ich kann jetzt wahrscheinlich irgendwie an bestimmten Stellen kann ich dann immer anhalten und dann irgendwie sagen, pass mal auf, okay, wir machen jetzt quasi... Der fährt automatisch jetzt weiter. Okay, wir fahren automatisch weiter. The only water you can find is sludge from a runoff drain. You reluctantly drink it. Ja, komm immerhin. Besser als gar nichts. Aber das, ich wollte gerade sagen, jetzt sind bestimmt alle krank. Broken down cars block the road. Navigating the debris can... takes an hour. Das kostet mich natürlich jetzt auch wieder Zeit und Geld und ganz, ganz viel. Zombie Activity high. Ja, im Grunde genommen müssen wir jetzt erstmal einfach fahren, ja? Yoshi tells an inspiring story and puts everyone in high spirits. Ja, danke. Meine Katze ist immer wieder sehr inspiriert, wie immer. Das gehört auch dazu. Ich möchte da gerne Sachen machen. Ich möchte hier gerne Sachen machen. Darf ich Sachen machen? Wir fahren langsam. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Pittsburgh. Ja, genau so sieht Pittsburgh aus. Ist ja fast wie Wanne Eickel. Aber nur beinahe. Ach, hier wohnen auch einfach Leute. Was können wir denn machen? Bandits. There's a gang of bandits who have been terrorizing our little settlement. Get rid of them. Difficulty dangerous. Payment to scrap. Defense. There's a massive herd of the undead coming toward the town. Hired guns needed. Difficulty suicide. Für 93 Munition soll ich Schwierigkeit Selbstmord machen. Ich denke nicht, mein Freund. Ich denke nicht. Wir werden das jetzt einfach mal so hinnehmen. Was können wir denn noch machen? Autoshop. Buy battery, buy tires, buy muffler. Was können wir denn machen? Mach mal reparieren. Was kostet das denn? 100? Achso, 27. Das heißt, ich muss jetzt ein Viertel meines Geldes dafür hergeben. Ne, ist okay, wir machen das jetzt. Ich gehe mal davon aus, dass ich logischerweise das Auto brauche. 43 für 1. Kostet 43 für eine Batterie. Wo steht denn, wie viel Batterie ich noch habe? Das ist die Frage, ne? Das ist jetzt quasi... Wir gucken mal. Was haben wir denn noch? Warte mal, wir können Fuel kaufen. Das sah aber eigentlich noch ganz gut aus. Ich gehe mal davon aus... Warte mal, Medkits wäre vielleicht ganz gut. Ich glaube, kann ich davon nur eins mehr leisten oder so? Oder die haben nur eins? Ach, die haben nur eins, okay. Okay, dann Food. Wie viel habe ich denn? Ist egal, wir nehmen jetzt mal einfach 30 für 15. Und dann nehmen wir noch ein kleines bisschen Munition. Und dann sind wir fertig. Und dann habe ich jetzt noch 17 Dinger. Ach, hier steht wohl. Aha, hier steht, was ich noch habe. Ich weiß nicht, was ich mit Scrap machen kann. Was könnte ich denn machen? Set your rations. Medium. Ja, ja, ist okay. Die kriegen alle Dingsbums. Scavenge. Kann ich hier jetzt irgendwas machen? Ah.
Ach, cool. Achso, das heißt, ich kann jetzt hier durch die Gegend latschen? Was muss ich mir... Oh, scheiße, was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Wir nehmen das Rifle. Damit habe ich gerade geübt. Jetzt muss ich das einsammeln. Das ist ja ziemlich cool eigentlich. Warte mal. Nein. Oh. Alter Schwede. Das ist aber ganz schön gefährlich und so. Also da muss man jetzt auch mal aufpassen. Nein. Oh, das ist aber gefährlich. Nein. Wir sterben. Nein. Der Typ kommt. Das Ding ist, der bleibt jedes Mal so eine Sekunde stehen. Wenn ich jetzt mal eine Shotgun hätte, könnte ich die alle drei gleichzeitig umbringen, wahrscheinlich. Kann auch einfach so machen. Warum lebt der noch? Ach, die Pinken brauchen zwei Schüsse, oder was? Ich gehe davon aus, dass die Pinken zwei Schüsse brauchen. Ich werde sterben, Alter. Ich habe nur noch 200. Wie komme ich hier wieder raus? You found 100 ounces of food while scavenging. You also found 20 scrap. Das heißt, ich habe es gar nichts verloren, außer ein bisschen Munition. Oder was? Nee, ist okay. Nehme ich dann gerne so mit. Combat Training, Rationing Trade. Kann ich noch so machen? Set Pace, Slow. The pace you travel will affect your car. Take it slow and steady at 30 Meilen pro Stunde. Ich gehe mal davon aus, dass es einfach schneller kaputt geht, ne? Roadmap? Ach du Scheiße, da muss ich hin. Ich muss einmal quer über die Vereinigten Staaten. Ja, dann geht's so eigentlich noch. Ich meine, das ist ja alles kein Thema. Weil wir müssen ja auch lernen, wie das so funktioniert. Weil wenn wir jetzt quasi, stell dir mal vor, es ist Halloween und plötzlich bricht natürlich ein Zombie-Dingsbums aus und da muss man natürlich alles lernen. So, deswegen, wenn Co-Ettel, stell dir mal vor, ihr fahrt dann da irgendwie, keine Ahnung, von Wuppertal nach, was weiß ich, Süderbrarup und dann stehen wir da und Co-Ettel geht auf einmal kaputt. Ja, was machen wir dann? Also, wir hauen dann lieber ab. Wir haben jetzt eingekauft, wir haben gescavenged, Alter. Deswegen, you must cross the horde of zombies in order to continue on the road. Ja, bla bla. Dann müssen wir... Scheiße, Alter, was müssen wir machen? Ich muss mir jetzt überlegen, wie wir jetzt durch diese Zombie-Horde da durchkommen, ja? Okay, wir ballern einfach, ne? Heilige! Muss ich was steuern? Nein. You were overrun by the Horde. Ja toll, super auch, super. Jetzt habe ich zwei Medkits verloren. Ich hatte ja nur zwei, glaube ich, oder? Also sehr viel mehr hatte ich nicht. 200 Meilen noch bis zum Einkaufszentrum. Da können wir shoppen gehen, Alter. Das ist natürlich das Wichtige. Weißt du, wenn die Zombie-Scheiße ausgebrochen ist, erstmal shoppen gehen. Weil man muss ja auch gut aussehen. Your batteries start making a strange noise, but appears to still be working. Ja, wunderschön auch. Dann können wir ja quasi weiterfahren. Erzähl mir das doch nicht, du Arschkrampe. Zombie Activity deadly. Ja, nur 65 Meilen. Na komm, wir sind schon 400 Meilen getravelt, Alter. Yoshi is dicking with one battery and accidentally ruins it. Super, danke. Das passiert, wenn man eine Katze dann in den Kofferraum sperrt mit der verdammten Dingsbums. Also draus lernen. Das ist ein Tutorial hier. Wir müssen draus lernen. Nicht nur wechseln mit Tutorial. Die alte Sau vermisse ich auch. Guten Tag, left to die. Du meinst, wie war das nochmal? Dead for life oder so ein Scheiß? Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Epoch-O, ja? Epoch-O. Verstehst du, wie Apocalypse? Aber ich hab doch gar kein Geld. Aber dafür muss ich wahrscheinlich so einen Job hier machen, wa? Difficulty Suicide. Difficulty normal. There are a couple of troublemakers who have been stealing from us. Dispose of them. Also das ist normal. They hand you 20 ammo before you head out. Okay, das heißt, ich kann jetzt quasi, das muss ich jetzt machen, ja? Pull back to aim, ja, ist okay, das ist ja das Übliche. Wir nehmen jetzt einfach mal die Shotgun. What? Also muss ich... Oh, ich hab scheinbar irgendwen getroffen. Ich hab scheinbar irgendwen getroffen. Ja, dann geht's ja doch eigentlich, ne? Also pass auf. So jetzt, warum kann der nicht einfach mal da rauskommen, wenn ich gerade es brauche? Pass auf, den treffe ich... Nein, ich muss schneller sein, ich muss noch schneller sein. Ich muss quasi... Genau, antizipieren quasi. Pass auf. Boom, Alter. Das macht Spaß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das quasi schon fast ein Action-Spiel-Ding hier wird. Aber ist okay, nehme ich gerne. Schön, dass jeder einzelne Schuss von mir natürlich ein Kopfschuss ist. Das ist mein Anspruch. Achso, nur weil ich am Hinterkopf getroffen habe, heißt es nicht, dass er stirbt, wenn ich ihn in den Kopf schieße. Du Arschkrampe. Ich warte jetzt ein bisschen länger. Jetzt. Boom, you survived the attack, Alter. Yes. Das müsst ihr dann auch mal. Dafür haben wir jetzt einen Muffler bekommen. Ich weiß noch nicht, was ein Muffler ist, aber wir nehmen das so. Ich keine Ahnung, bestimmt irgendwie irgendwas, also normalerweise irgendwas, was leiser macht. An der Knarre ist das immer irgendwie so ein keine Ahnung, ist auch egal. Ja, wir nehmen da mal. Ja, was können wir denn nochmal? Combat Trainer? Wären wir dann irgendwie besser? Find more money than anything else while scavenging. Kann nichts mehr. Achso, ich habe kein Geld und deswegen kann ich nicht machen. Das heißt, ich müsste jetzt für 24 Dollar irgendwas machen, was Suicide ist. Dann
Das ist jetzt Suicide? Das ist, wie ist das optisch? Also optisch ist es dasselbe wie vorher. Nein. Okay. Das ist aber dann, das ist doch in der Tat. Nein, shit. Der hat mich nicht getroffen jetzt. Der hat mich gerade nicht getroffen. Scheinbar hat der mich nicht getroffen. Okay, ich weiß nicht warum, aber. Nein, you were shot. You just barely managed to get away. Und damit habe ich keine Dings, worum zu kommen. Das heißt, ich habe auch immer noch kein Geld, ne? Das heißt, ich habe auch immer noch kein Geld. Sell Scrap? Kann ich das einfach so machen? Ist Scrap denn einfach nur wirklich dafür da, um es zu verkaufen? Ich meine, wenn das einfach nur da ist, um es zu verkaufen, kann ich es ja verkaufen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ich das machen kann. Wovon haben wir denn wenig? Wovon haben wir denn wenig? Wenn mir das irgendwo angezeigt werden würde, das wäre fantastisch. wir nehmen es einfach mal 10 Food. Dann nehmen wir dazu auch noch Medkits, weil wir haben davon ja kaum noch welche. Ich habe scheinbar nur ein einziges und damit habe ich jetzt auch schon wieder kein Geld mehr. Fantastisch. Also ich komme super klar mit diesem Spiel. Aber ich meine, es ist ja auch, weißt du, wir müssen ja auch erstmal üben. Indianapolis, ja. Wir wollen also jetzt nach Indianapolis. Warte mal, wo wird mir jetzt hier nochmal angezeigt? Nicht Stopp. Nein, nicht Stopp. Bist du doof? Kill? Talk to Stranger. There are lots of terms for Walking Dead. Lass das mal so stehen, nicht, dass mein Auge gleich irgendwie rausfliegt. Wer weiß das schon? So, was haben wir denn jetzt? Scrap haben wir 0. Das ist rot, das heißt, ich brauche sehr wahrscheinlich Scrap. Gut, Medkits habe ich noch 10. Ich dachte, ich hätte überhaupt keins mehr. Fantastisch. Ich weiß genau, was ich hier tue. Weil deswegen bin ich ja auch euer Instructor jetzt für die Zombie-Apokalypse und so. Das ist, ich wurde quasi ausgewählt vom Staat. Und damit hat der Staat natürlich erstens vollkommen recht und zweitens habt ihr natürlich absolutes Glück. Offensichtlich, also wem das jetzt hier nicht auffällt. Upgrade to your car in an abandoned garage. Live. Da, guck mal, der eine. Nee, Moment, das ist bestimmt ein Zombie. Die Live-Typen sind da oben irgendwo. Da könnte man jetzt theoretisch hingehen, oder? Dangerous. Für $56, Alter, das ist aber ziemlich gut, oder? $56 ist ziemlich viel. Hier müssen wir einfach die Shotgun wieder, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich damit ganz gut klargekommen bin. Das heißt jetzt so. Pass auf. Boom! Nein, das war zu spät. Fuck shit. Nee, stopp. Das war wieder zu spät. Ich bin doof. Moment, ich musste, glaube ich, erst. Ich muss so machen. Nein, das war aber knapp. Okay, das war aber auf jeden Fall richtig. Ich muss, wenn die... Oh, das ist aber hier Nerf-Wracking ziemlich, Alter. Hey, Scheiße. So, boom, hast du gesehen. Komm. Wir sind hier schon die übelsten Profis jetzt, Alter. Nehme ich den noch? Nein, natürlich nicht. Warum frage ich überhaupt? Nehme ich natürlich auch nicht. Rektal doof. Danke. So, geht doch. Entschuldigung mal bitte. Da kriege ich jetzt $56, Mann. Überleg mal, so viel hatten wir überhaupt nicht, seitdem wir gestartet sind, schon nicht mehr. Weil wir so gut sind im Leute erschießen. You survived the attack. Im Sinne von, ich bin hingegangen, habe alle getötet. Meine Damen und Herren, Like-Button kaputtkloppen für mehr Zombie-Apokalypse, Alter. Das muss sein. Das ist wichtiges Training. Das ist keine Unterhaltung heute. Das ist Bildung. Mal wieder. In den Kommentaren, was habt ihr heute eigentlich gelernt? Fantastisch. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Du Dorowitz, sehr winkenderweise. Bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute. Tschüss.